Zunächst einmal einen herzlichen guten Abend und willkommen an alle, die hierher gefunden haben. First of all, I would like to express my greetings, Tashi Dele, to all of you who have come here. Dati ingi kashwe mara dati. Ani dati di tari ane Europe liya ting tangbu. Ane dati lo mambi jiri ya yong tu buru shumbure. And the lady that Tamegi, Zirim Rudan Azudi, German Yes, Berlin Lia, the Church, and the Church Homadi, Kasurada, Gavista Chonsuai. Dies ist mein erstes Mal, dass ich nach Europa komme. Und es ist die Frucht von langen Mühen und Wünschen für diese Reise. Und so ist es am Ende dieser Reise, dass ich jetzt hier in Berlin, in der Hauptstadt von Deutschland bin. I'm in Europe first time after many years of efforts. And as the last set of events, I'm now in Berlin, so I'm very happy. That didn't give you just the Kaza. Heart advice for a meaningful life. Very long, I can't remember. Oh, that didn't do that. That did you formal teaching of the K members of the Kazan Oma as a big decided to mean Kaza and. Nürburgring. Formal practice teaching formal 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 dress dress Ja, über was heute zu sprechen sein soll, und das ist in der Tat ein sehr schwieriger, langer Titel. Ich habe ihn beinahe selber vergessen, über die
Weisheit, alte Weisheit für eine moderne Welt oder ein Herzensrat für ein sinnvolles Leben. Wie ist dieser Titel zustande gekommen? Nun ja, an dem anderen Ort, an dem ich hier war, am Nürburgring, hatten wir von vornherein geplant, dass dies quasi formelle Unterweisungen im Sinne von Buddha und Dharma sein sollten. Und dann war der Plan, hier etwas anderes zu machen, so eine Art weniger formelle Unterweisung. Und ich bin damals gefragt worden von den Mitgliedern des Vereins, was wir hier machen sollten. Und dann ging es eine Weile hin und her. Und so ist es halb und halb so etwas, was ein bisschen formell, ein bisschen auch informell ist. Und dadurch ist dieser lange Titel entstanden. So, the subject here is a long one. It is ancient wisdom for the modern world, hard advice for a meaningful life. It's kind of too long for me. In Nürburgring, the subject was formal Buddhist teachings. And here, it's kind of not totally formal Buddhist teachings, it's half, kind of half. So I was thinking about how to dress myself, whether to put the Dharma robe, the yellow robe, or not. So now I decided to do half and half, because it's not totally formal. Da lot dungi kalya kama bi mar mun je du sebre da dine sonde na az european de zu da pin je tu je cha ko ge ru chung bre thoma nga de nu jo ge mi di thoma nga de subliya yong du za ne sub de male zam de liya de jo da subliya le yong du za ne sub de da lung ba di lung ba de ji ka shu da Mountain, dan jadi di nalar liang juga lor, lumba nampu di nalar juga tu san. Tapi tangpo dili ada juga orang kerja ada, lingga nampu juga, lingga. Tapi kama ber, di, park nampu juga, lingga nampu juga ada. Di nalar thoman juga ada, di nalar itu san, ya thoman, tapi cikgu min nampu juga, thoman thoman ada, itu san, mini thoman. Thoman ngah thoman itu san, kian sabu sih thoman je. 딩에는 누셔봐 자는 통용요 말해 괜찮으시지 림부지 감부지 다 괜찮으시지 다 엘린 잡으시지 다 괜찮으시지 통해서 다디 누셔봐 통해 딩담으시지 다 간다야 로 뒤니 시엔 다 누셔봐 데서 도대충 엔 유럽인 데서 도대충 엔 드네 손대 다 로 뒤니 손대 Tak nujul kasur Europe di Zulia, je kasur cobi mangpoji juga berjalan. En di Zulia tu je di cekon tu sana, jawab di lo dungi kami tu cumbre. Tada tada lo ni sabgi er berje. Jadi dal dari sini, kanda kasur ni, dah leh tu cumbre. Okay, nehmen wir diesen Titel, über den zu sprechen sein soll. Und eigentlich, denke ich, sollte ich über den Teil sprechen, der mit dem sinnvollen Leben zu tun hat. Aber vielleicht sollte ich zuallererst auch etwas sagen über mein eigenes Leben. Und ich bin erst ab dem 7. Lebensjahr habe ich überhaupt erst Kontakt gehabt mit Menschen aus Europa. Zuvor war ich in Tibet, ein kleiner Junge, und bin dann nach Tsopo gekommen. Und erst von diesem Augenblick an hatte ich überhaupt Kontakt zu Europäern. Und ich erinnere mich noch genau, als die Reise nach Tsopo ging. Und dann ist es so, wenn man in dieses Tal hineinkommt. Man muss gewissermaßen so zwischen zwei Bergen sich hindurchzwängen. Da ist so eine Art Bergenge
Und dann kommt man zuallererst an eine Stelle, die ist wie ein Park, so eine Wiese. Und das wurde auch früher als der Park, das Kammerpark, genutzt. Dort habe ich zum ersten Mal Menschen aus Europa gesehen. Und ich fand die Erscheinung sehr merkwürdig. Da waren diese langen Menschen, überaus lang und irgendwie ganz anders gestaltet. Ich hatte erst den Eindruck, als seien hier Leute vom anderen Stern gelandet. Nun ja, das war der erste Kontakt und in der Folge habe ich dann viele, viele Unterstützung auch von Europa erhalten und wir haben ganz viele Freundschaften geschlossen. So, das ist der Beginn meines Lebens, wo ich erst ab dem 7. Lebensjahr mit Menschen aus dem Ausland überhaupt Kontakt hatte. I was recognized as the Karmapa when I was 7 years old. And after that, then when I came up to Tsurpu Monastery, that was the first time I met the Europeans or the Western people. When you enter into the valley of Tsurpu, there is a park called Karmapa Park or something like Karmapa's Park. And that's where I saw first 2 Europeans. They were very strange. They were very tall and looked almost like an alien. And that was the first time I saw Europeans. And then from that time onwards, I started to meet the people from Europe. And I became friends with many. And since then, I had this intention or aspiration to come and visit Europe. But now I am 28 and this chance happened, this opportunity happened only now. Pyonim, ta dine yang ta kharjwe mizina da gyuwa cheshwe zomarwe. Challenge zan rigorwe gyuwa, change. Change rwa cheshwe diyane lo jubshi gabda chumare da. So hatte ich lange Jahre den Wunsch, nach Europa zu gehen und jetzt mit 28 Jahren hat er sich erfüllt. In all den Jahren davor war eigentlich das 14. Lebensjahr das, wo die größte Veränderung passiert ist in meinem Leben. Das war das Jahr, in dem ich aus Tibet nach Indien geflohen bin, so ungefähr 1999. Und warum ist das so passiert? Was waren die Gründe dafür? In der Presse ist damals in Indien sehr viel berichtet worden, sehr viel geschrieben worden. Und
Da stand sowas wie, er ist gekommen, um irgendwelche speziellen Dinge, Objekte, besondere Art in Indien zu holen. Aber meine eigenen persönlichen Gründe waren eigentlich anders. Der Hauptgrund aus meiner Sicht dafür, nach Indien zu gehen, war der Wunsch, auch den anderen Teile der Welt zu besuchen. Ich hatte ihn damals in Tibet schon mehrfach den Wunsch geäußert, dass ich nach Europa und in die anderen Länder fahren möchte. Ich habe den Antrag gestellt, aber jedes Mal wurde es mir nicht gestattet und ich habe keine Möglichkeit gesehen, diesen Wunsch umzusetzen. So habe ich denn meine eigene Entscheidung getroffen. Und ich hatte den Wunsch, dass wenn ich denn jetzt nach Indien gehe, dass ich von dort aus dann in der Lage sein werde, alle anderen Länder der Welt zu bereisen und letztlich mit dem Zweck, all die Freunde wiederzutreffen, die ich kennengelernt habe, um sie zu treffen, so wie ich bereits vorher davon gesprochen habe, um alle Freunde in dieser Welt zu treffen. Das war mein lang gehegter Wunsch. The biggest change in my life happened when I was 14 years old. That was my decision to go to India. And it happened in the end of 1999. Many different reasons were given and written by the newspapers. Some even said that I've been there or I've gone out in order to bring a very precious material from India, and things like that. But actually my main motivation was that I wanted to go out into different countries. And that was not allowed by China. And then I made the decision by myself that I will go out, I will travel different parts of the world, I will meet my friends and perform my Dharma activities. Ja, für diese Reise nach Indien, die, wie gesagt, mit all dieser Hoffnung verbunden war, andere Länder bereisen zu können, hatte ich, wenn man es genau nimmt, keine richtige Begründung in dem Sinne, dass es ganz sicher gewesen wäre, dass diese Reise erfolgreich sein würde. Dafür gab es keine begründete Gewissheit. Aber so eine Art Vertrauen hatte ich dazu. Und es sind viele junge Tibeter von Tibet aus nach Indien geflohen. Sie alle hatten eine feste innere Entschlossenheit, dass das möglich sein würde.
Und so hatte ich auch den Plan, dass wir das unternehmen. Und ich wusste nicht, ob es gelingen würde. Ich hatte aber das feste Vertrauen und zu keinem Zeitpunkt eine Reue über diese Entscheidung. Ich wusste, jeder Schritt würde ein Schritt in die richtige Richtung gewesen sein. Dessen war ich mir sicher. Und so mit diesem Hintergrund haben wir uns dann aufgemacht. Actually, when I decided to travel to India, there was no really certainty and a proper reason that I would be successful in arriving in India. Me and many other young people from Tibet came from Tibet into India at that time. And we all came with just sincere kind of aspirations. There was no certainty or no true kind of confidence that we will actually arrive in India. Even I told my friends, my co-travelers that time, that there is no certainty that we will actually arrive in India. But since we are going into the right direction, so even if we don't survive, we have no regrets. It's okay. That's not a good thing. Ja, dieses Leben hat also eine große Veränderung erfahren von dem Moment an, wo ich mit 14 aus Tibet nach Indien gegangen bin. Und das war ja auch ein Endpunkt einer langen Entwicklung, wo ich über viele Jahre hinweg darüber nachgedacht habe und wo dieser Wunsch entstanden ist. Und dann bin ich seit dieser Zeit schon 15 Jahre fast in Indien. Es sind Jahre, in denen sehr viel geschehen ist. Vieles, was ich an Leid gesehen habe, was wir an Schwierigkeiten haben durchlaufen müssen. Und in gewisser Weise, das kann ich mit Sicherheit sagen, ist da eine ganz intensive Erfahrung in mir gewachsen. Fast so, wie das manchmal alte Menschen sagen. Ich habe an der Stelle den Eindruck, als ob ich nicht vom Körper her, aber doch von meiner Erfahrung oder von meinem Bewusstsein her gealtert bin. Es ist fast so, wie alte Leute manchmal sagen, ich habe genug gesehen von diesem Leben. So ist mir manchmal, als ob ich das sagen müsste. So then I successfully arrived in India. And after being born in Tibet, I spent first 14 years in Tibet. And then after arriving in India, I spent another 14 years, and now about to be 15 years. And within those 15 years,
Also, the things didn't exactly happen as I was expecting or wishing for. And only after that, that many years, that this is the opportunity I got. And so my life, although not very long, has been a challenging one with many changes. And I've gone through lots of experiences. And because of that, although my body is not old, my mind is a little bit feeling like old. I feel as if I have seen all the things and I've experienced lots of things. That's my feeling. Do you think your life is meaningful or not? Or maybe you can ask me this, you know, you are happy about your life or not? I'm wondering. Maybe I should ask me this question first. That mission that meaningful life, mashekwa. Ja, wenn es jetzt darum ginge, über das zu sprechen, was mit sinnvollem Leben gemeint sein könnte oder gar ein Herzensrat zu sprechen, dann muss ich zuallererst daran denken, dass all das, was ich bisher erlebt habe, nicht das Ergebnis einer persönlichen Wahlentscheidung war. Es war zu keinem Zeitpunkt für mich eine Auswahlmöglichkeit, wo ich mich hätte entscheiden können, okay, ja, Kamapa, das will ich werden. Es war auch nicht so, in keinem Falle, als ob das ein Resultat persönlicher Anstrengung, so im Sinne einer Karriere wäre, wo man sagt, okay, ich will Kamapa werden und dafür muss ich dies und jenes tun und ich hatte mich dazu beworben und bemüht und jetzt bin ich es geworden. Kein bisschen davon. Es war von allem Anfang nicht eine Spur von Wahlmöglichkeit darin. Es war mehr so ein Gefühl, dass es mich getroffen hat. Und ich möchte fast sagen, so bin ich quasi ohnmächtig da hineingekommen. Also jedenfalls keine bewusste Selbstentscheidung darin. Und wenn ich ohnmächtig sage, dann hat das so einen merkwürdigen Klang, aber ehrlicherweise müsste ich ohnmächtig sagen. Und auf Grundlage dieses Prozesses, der mich so ereilt hat, ist all das geschehen, was in der Folge geschehen ist und was ich erlebt habe. Und wenn ich dann gebeten worden bin, heute hier einen Herzensrat von meiner Seite darüber zu geben, wie denn ein sinnvolles Leben aussehen könnte, da habe ich zu mir gesagt, ich glaube,
Ich muss mich selbst erstmal fragen, ob ich denn selber ein sinnvolles Leben führe. Wenn mich jemand fragen würde, hey, und was meinst du? Ist dein Leben sinnvoll? Bist du jetzt in voller Zufriedenheit? Geht es dir jetzt gut damit? So eine Frage, hatte ich das Gefühl, müsste ich zuallererst mal mich selber stellen, bevor ich mich anschicke, anderen zu erklären, wie dein Leben vielleicht sinnvoll zu führen wäre. So, everything in my life, in this life, it happened not because of my own choice. It just happened. It fell on me. Like for instance, that I became Karmapa. It's not that I tried to, I made efforts to become Karmapa. It just happened and fell on me. Almost, you know, without any freedom. It's not right to say that it's out of choice. And also I had to face or go through many different challenges of life. So therefore, before I talk or I say or talk about the meaning of life or meaningful life to others, maybe I should ask myself whether my own life is meaningful or not. Maybe I should ask this question myself first. And also, you are happy about your life or not? Right. Yeah. Top God. That delia kashwada meaningful and now kashwa meaningful life or not. Sada panang ano pa si Jimmy na? Tapos yung yes lang meaningful sa ate, kora si meaningful sa ate, ane kashwa. Ta tras yung ay de pa si gumay kame sa marap. Ta yung pa yung ay si ko make effort kashwa. Meaningful yung ay si ki ko bezu si ko ay si le matope. Pero ng akama ba himba tamsi ki lamsam meaningful chandra yung marap. Super transformation marwe da tel ji tan an dwa ta za transform za khasa di transform di ro da transform the down ba alien da ji kama ba cha sa tel transform the down ji ko shu chen bu cha lo ji ne ya ma Nizhi Garjasana, Kamaba Chata in Chatsa, Lansa, Nubajan of the Chata or Samji, because the expectation, Chirwa. You know, my Garja was not Bezuchen, Lobjon Chen, that it didn't mean it done, Bezucho. You know, Mizu the expectation, Chetar. Ding Ali, Ganga Tevacho. Jetta, the Kamaba Yimbatsa, the meaningful Chandra, I all want it. The meaningful charm is just starting a bezule, around a bezuche, but a susugi, that's also the susugi, that gulonda, Tana sing, susugi, takara, takasui. Take action, some of the effort, that delirale the session. Das ist eine verdammt harte Frage. Und wenn es jetzt für mich darum geht zu beantworten, ob ich denn selber ein sinnvolles Leben führe. Was soll das Wort sinnvolles Leben für mich bedeuten? Und dazu muss ich sagen, dass aus meiner Sicht ein sinnvolles Leben nicht etwas ist, was einem plötzlich widerfährt, sondern was immer auch das Resultat von eigenem persönlichen Einsatz und Mühen darstellt. Sinnvolles Leben geschieht nicht einfach so im luftleeren Raum ohne Ursache und Bedingung. Es ist das Ergebnis eines persönlichen Einsatzes und Mühens. Und so war das für mich durchaus auch nicht so, dass von dem Augenblick an, wo ich als Karmapa erkannt wurde, mit einem Mal das Leben sinnvoll war.
Manche Leute haben solche Ideen. Die denken, Nyumai, da ist er dann als Karmapa erkannt worden und da hat er gewissermaßen so einen Schnellstart, wie eine Rakete oder wie man sagt, beam mich ab, dann plötzlich war ich irgendwo in einer anderen Dimension gelandet. So etwas war da überhaupt nicht der Fall. Für mich, aus meiner Sicht, war von dem Moment an, wo ich als Karmapa erkannt war, noch überhaupt nichts sinnvoll, sondern das konnte nur als Ergebnis eines Mühens und Einsatzes entstehen, die Erwartungen, die vielen Erwartungen der Menschen an mich zu befriedigen oder mit sie zu erfüllen. Ja, auf keinen Fall ein Schnellstart, sondern ein Resultat langer Arbeit. So, whether I have lived a meaningful life or not, this meaningful life, it does not come without causes and conditions. To live a meaningful life, you have to make efforts. For instance, I just becoming Karmapa does not become meaningful. As soon as I become Karmapa, there's no kind of super transformation is happening. There's not like suddenly a very kind of powerful and especially powerful thing doesn't happen. Many people think that and expect that when you become like Karmapa, then you already have this superpower or very special strength or special things happen. That's not right. Even if I become Karmapa, I have to make efforts to make my life meaningful. I have to work on my motivation. I have to try to make actions or efforts to make this life meaningful. The personal life Zu dem Zeitpunkt, als ich Karmapa wurde, oder ich müsste besser sagen, als mir der Name des Karmapa verliehen wurde, war das also eine große Herausforderung. Und welche Art war diese Herausforderung? Ich habe sehr bald begriffen, dass die Frage nach meinem persönlichen Leben nach diesem Zeitpunkt, wo ich als Karmapa ernannt wurde, eine sehr schwierige ist.
wie soll ich sagen, das ist vielleicht im Vergleich so, wie wenn jemand in dieser Welt eine Arbeit hat, ist irgendwo in einem Unternehmen beschäftigt. Und ja, da hat man seine Arbeit und in dieser Arbeit, diesem Job hat man zu erfüllen und da gibt es Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die damit verbunden sind. Aber nach dieser Arbeit hat dieser Mensch sein Privatleben. So, jeder eigentlich hat sonst ein Arbeitsleben und ein Privatleben. Und wenn ich mich dann gefragt habe, wo ist denn bei mir dieses Privatleben, dann ist da eigentlich gar nichts, was ich in dieser Weise so bezeichnen könnte. Mir ist klar geworden, dass Karmapa zu sein eine 24-Stunden-Beschäftigung ist oder Aufgabe. Wenn ich alleine bin, habe ich mir gesagt, da bist du auch Karmapa. Wenn andere Leute da sind, bist du auch Karmapa. Wo sind die Momente, wo man sonst sagen würde, jemand hat noch ein Privatleben, ja, wo man eine gewisse Wahlmöglichkeit hat, dies oder das zu tun. So, dieser Freiraum, den persönlichen, privaten freien Raum, den gab es von dem Augenblick an eigentlich nicht mehr. So, when I received the name Karmapa, the biggest challenge was whether I had a personal life besides the life of the Karmapa. Generally speaking, when a person works on a job in a company, then he has that job life, and then besides that, he has his own, he lives his own personal life. But for me, maybe there's nothing called a personal life. When I'm alone also, I have to be Karmapa. When I'm with other people also, I have to be Karmapa. So in a way, everything that I have to give it to the Karmapa. There's nothing like personal life. Freedom. Personal freedom or personal life. Personal choice. Personal choice. Chezanda bena miji giz tv na kyoran sir la nga kama ba yin who are you sa kama ba kyoran min ga sa kama ba sa kyoran le ga khare sa kama ba ba de le nge gyur da ma de ma zo jog no shong le da ma de ti chong le passport no ga le ya min da ro passport ga min ge da min de ngone min de ro ma da le ga de ti ya ya ma ro da But the president is out of the Yomar, because the supervisor is out of the legal Kijerwa, Korea title. The draw. That was that passport got minted to some Gali, Gabji Pass got minted to some. This is Chonita. Come up aside, the Dennis Karsati. Come up aside, the job reader, the Korea reader, the Kuranga mean rest, tell a bit, Sobachunta. Adi kanswe di koya res lanane di kor chura re di or ta kama ba re di or ba chura lega there ina chura kama ba mares lashing ma ya lega te kama ba re di ina chura kama ba mares lashing ga ma ya kama ba res lane ya ya di ji kenza ru cha che ra ta de in dusan ta di kenza shi di dusan jog na bi di chung ba re da ta di so ru che che ta kan da de ya kanswe personal lives shi ra me ta kan da Ich habe mir dann so vorgestellt, wenn mich jemand fragen würde und sagen, wer bist du denn? Ich bin Karmapa. Und wie heißt du? Karmapa. Und was machst du so? Was ist deine Arbeit? Karmapa. Da ist mir klar geworden, wie merkwürdig das ist. Eigentlich ist da der Name ist zugleich die Berufstätigkeit. Und die Berufstätigkeit ist zugleich der Name. Selbst in einem Ausweis, wenn man mir einen Pass macht, dann muss ja ein Name darin sein. Aber selbst ein Präsident eines Landes,
Der hat seinen persönlichen Namen in diesem Pass. Da steht nicht drin Präsident. Oder ein Abteilungsleiter in einer Firma. Der hat auch in seinem Pass seinen Namen stehen. Da steht nicht drin Abteilungsleiter bei der Firma. Bei allen anderen ist die Aufgabe, die sie im Leben erfüllen, und ihr Name was Verschiedenes. Und bei mir ist das alles miteinander verquickt. Das kann man gar nicht voneinander trennen. Wenn ich jetzt sagen würde, na ja, gut, ich mache den Karmapa, aber wer bin ich denn dann? Wer wäre ich denn dann, also wenn ich jetzt meine Aufgabe wäre, Karmapa zu sein, das ist meine Berufstätigkeit, aber wer wäre ich dann nebenher? Ja, bin ich auch Karmapa. Wie man es auch dreht und wendet, es ist eine ganz merkwürdige, unauflösbare Verbindung von dem, was ich als Namen trage, wer ich bin und was ich tue, was meine Aufgabe ist. Eine so innige, merkwürdige Verbindung, dass so etwas wie freies Privatleben darin überhaupt nicht vorkommt. Da ist gar kein Platz dafür. So therefore there is, for me, you know, Karmapa is everything. What's your name? I say my Karmapa. What's your job? My job is Karmapa. Who are you? Who are you? I am Karmapa. There was actually kind of a joke happened that when I first came here as a refugee, so they need to write, you know, what's your name? It's Karmapa. Whether Karmapa was a name, my name or my job or my title or whatever, you know, there was lots of discussions. There had to be lots of discussions because it was not clear what was that. They have difficulties, actually, they are facing, I think, several weeks they have discussion about this. I think maybe high level, I think in the India high level, they have discussion about that. Rather this come up by its job or career or name or... If it's job, then in the run, when you're writing your name, no need to write Karmapa. But this is, you know, your career is Karmapa. You are not Karmapa. For me, it's good, yeah. I'm free, but in the reality, it's not that. That's why at that time, there are some difficulties, there are lots of heavy discussion about this name, this Karmapa's name, or Korea, or, you know, it's, yeah. Jesa da nge jia de gareso na, da ji personal jia de dan Karmapa jia de, yewa me baro chi. Personal jia de Karmapa, Karmapa jia de personal jia de cha chi, da me zhu ru chi, da ma jia lang jia de du shi ru jia. Da di jia yun du sa na, da Karmapa jia de kati jia. Slab na? Man and a woman, man or woman who carry the sort of the Buddhist activity. The Gama Siddhusana, the ancient Indian language, Gama Siddhusana, action man, action man. Dugachine kashwada ji lehachinye lejiba da yokbunjo da dilere ji mingde tusre da den yusane da xiandun zhu ya di xiandun zhu kama be sa de life de kanjisan xianpian zhu ne da xianpian zhu ne xianpian zhu tong shuo ma da kama be life de meaningful cha ji de zhu tong ma shuo Ja, so war da ganz viel hin und her Gerede, was denn da bei mir jetzt eigentlich Beruf oder Name oder Titel oder Person eigentlich ist.
Und am Strich kommt da heraus, dass die Verquickung bei mir von Name, wer ich bin und meine Tätigkeit so ist, dass da kein Privatleben irgendwelcher Art übrig bleibt. Und gut, so bin ich denn Karmapa und handle als Karmapa, das ist meine Aufgabe, aber was ist denn eigentlich Karmapa? Was ist das denn nun? Wenn man jetzt das Wort nimmt, dann ist es eigentlich die Person, Mann oder Frau, ja, müsste man eigentlich sagen, wenn man es als Aufgabe darstellt, müsste man natürlich auch sagen, entweder Mann oder Frau, der oder diejenige, ja, was denn tut. Das Wort Karma kommt aus dem Sanskrit und das Pa ist aus dem Tibetischen und das ist zusammengezogen und Karma heißt eigentlich nichts anderes als Arbeit, so, oder Handlung. Also wäre das, wäre Karmapa sowas wie ein Actionman oder ein Handlungsmensch oder im Grunde genommen ist es ein Arbeiter. Das ist eigentlich die Bedeutung von jemand, der eine Dienstleistung anbietet. Ja, gut. Und was wäre jetzt die Aufgabe von Karmapa? Es ist, anderen Lebewesen zu nützen. Wenn es zum Wohle anderer Lebewesen ist, dann ist dieses Leben als Karmapa ein sinnvolles Leben geworden. Wenn es nicht gelungen ist, anderen Lebewesen zu nützen, dann war dieses Leben als Karmapa ein falsches Leben, dann hat es nicht geklappt. So ist es meine Aufgabe, die Aufgabe von Karmapa, mit Hilfe der Freundlichkeit und Liebe des Buddha und mit Hilfe all der Weisheit, der Intelligenz des Buddha, allen Lebewesen zu helfen. Zu helfen, wofür? Dass sie in die Lage kommen, aus ihrer Belastung und aus ihrem Leid frei zu werden. Das ist die eigentliche Aufgabe. Mit Hilfe von Buddha, Liebe und Weisheit, das Leiden zu mindern und zu beseitigen bei allen Lebewesen. Und wenn das gelungen wäre, wenn es gelingen würde, an allen Lebewesen damit zu helfen, dann wäre es ein sinnvolles Leben. So for me, my personal life and the Karmapa's life cannot be separated. So therefore, there is no choice for me but work towards that. Make efforts to live the life of the Karmapa. Karmapa in Sanskrit, or Karmapa means, karma means activities or actions, and then P means those who perform that, Pa means, so therefore the one who carries out the activities of the Buddha, that's the meaning of the Karmapa. So in one way, it's kind of action man. In a good way, it's the action man. In a lower sense, it's somebody who has does things or maybe like a servant. So therefore, my activity is to try to accomplish some benefits to other beings, to bring benefit to the life of the other beings. If I can do that, if I can benefit the life of the other beings, then the Karmapa's life has been successful or meaningful. My Karmapa's life, Lagujirita. My Karmapa's life is in the Kinzadogdi. My Karmapa's life. And if I couldn't do that, then my Karmapa's life failed. So through the compassion or the loving kindness and wisdom of the enlightened beings, I have to try to reduce the sufferings of others as much as possible and try to increase their well-being as much as possible. That's my life. That's Karmapa's life. That's the interesting thing. Your life, the
가르쳐야 지간다. But totally somewhere dependent on somewhere. 다 가다지 심지시야 라레 되지. 다들 인주산에 대 나랑기 다 가르쳐야지. 소원에 다들 변한 니들지 다 다리인들지 가도 내 소원에 미망을 지용래. 대만 다리 여러분 용 미망 보십지 가고 싶자. 아니지 가서 봤더니네 배 가서 신신신 중단하고 개 문제는 셈가 아주 시야래 대주 통용이 비싸네 아무래도 삼바 대버릇이 용도 기부 용도 기부 산다 대버릇이 뭐냐 meaningful 명부여 배 차가서 삼 정기 나가 남 배는지 용불해 지 가서 지 밤마다 지사로 노동 재벌해 빠드네 자가라 로주스 고브레 아든들 쇼인사 안당한데 가서지 로동 세바당 지한 수수 가서다 매주 세브로디디 주주 마지막으로 딱 하나지 뭐네 가서다 미닝풀 차송 섬지 제상 네 미닝풀 사디 가다 totally dependent on 섬나다지 심제신다는 주 녀와라래 되지 되게 되게 거진 전부 인인 사바지 아니 코즈기 제와다 이체를 되네 안다다 아 제가 저 서바이브 지 다도는 디스 좀 도루르 제제 간다 지 디스 서바르 곰제 대투야 돼 코즈다 제와다 이체 지금 쉬고 지금 지금 쉬고 대주에게 딱 예다 가서 다지 저금을 되게 돼 대주지기 저기 쉬 차랑 좋아하는 거지 그런 그런 게 용대 이어버리지 That in Dusane, Neg Pemba Drusa de, Simjin Shinta Reson Guyala, Neg Nuba Yonsa de, Simjin Shinta Reson. So ist das schon sogar merkwürdig, wenn man die Frage stellen würde, oder man sagen würde, dann ist mein Leben sinnvoll, oder Kamapas Leben sinnvoll. Mein Leben ist an dieser Stelle völlig vollends abhängig von anderen. So wenn es meine Aufgabe wäre, mein Wunsch, anderen zu helfen, anderen wohlzutun, dann ist das vollends abhängig von diesen anderen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier zusammen sind oder um zu sagen vielleicht überhaupt, dass ich nach Europa gekommen bin, dann ist es mein Erlebnis, dass als ich hierher kam, dies vielen Menschen Freude bereitet hat. Zumindest, was ich sehen konnte, ganz viele Menschen waren voller Freude im Gesicht und schienen auch sonst sehr viel Freude darüber auszudrücken. Dass dies so geschehen konnte, gibt mir jetzt und hier das Gefühl, dass all die vielen Jahre, die da hinter mir liegen, die 14 Jahre in Tibet mit allen ihren Schwierigkeiten und die fast 15 Jahre, die danach kamen in Indien, dass alle diese Jahre und die vielen Mühen letztlich einen Sinn gehabt haben. Dadurch, dass wenn ich jetzt hierher komme, dies für andere ein freudiges Ereignis ist. Und so ist es eine ganz merkwürdige Verquickung, dass bei mir, wenn ich das so sagen kann, dass das, wofür ich arbeite, was eigentlich meine ganze Hoffnung, mein Wunsch ist, für andere da zu sein, ist von anderen abhängig. Und das, was meine Kraft und Fähigkeit anderen zu nutzen ist, auch wieder von anderen abhängig. Diese Kraft und Fähigkeit kommt von den anderen. Ich habe das Gefühl, dass ich sagen müsste, es ist die Güte, die große Güte all der anderen Menschen. Und so